Im Waisenhaus in Tanyomoha auf Madagaskar sind Emeric und Isor als Volontäre. Er arbeitet als Manager und seine Frau unterrichtet Französisch. Der Verantwortliche der Einrichtung, Pater Emeric, nimmt schon seit vielen Jahren die Hilfe von Fidesco-Volontären in Anspruch. Er hat die Erfahrung gemacht, dass er sich auf sie verlassen kann. Sie leisten eine qualifizierte Arbeit und gemeinsam können sie ihren Glauben teilen. Es entstehen Freundschaften, die für Pater Emeric sehr wichtig sind. Emeric und Isor sind für die Kinder wie ältere Geschwister. Für manche sind sie auch die Ersatzeltern. Emeric spielt oft mit den Kindern. Gerne schauen die Heimkinder abends für einen Moment bei den beiden vorbei, um zu erzählen, was sie tagsüber erlebt haben. Die Älteren kommen zu ihm, um sich ihm anzuvertrauen und ihre Probleme zu besprechen. Es wohnen viele Waisenkinder in dem Heim. Aber auch verlassene Kinder oder solche, deren Eltern in großen Schwierigkeiten sind. In der Bildungsstätte für Menschen mit Behinderung sind zwei Dinge wichtig: die Betreuung und die Ausbildung der Kinder, sodass sie später unabhängig leben können. Hier wird ihnen geholfen, ihr Selbstvertrauen wieder zu entdecken und auch ihre innere Stärke, damit sie wieder in die Zukunft blicken und diese selbst in die Hand nehmen können. Wir besuchen Marcelin und Alphise. Die ehemaligen Bewohner des Heimes sind beide behindert. Sie sind verheiratet und haben einen wunderbaren kleinen Jungen. Sie arbeiten als Schneider und haben inzwischen ihre eigene kleine Firma mit 3 Angestellten. Sie haben sich ein eigenes Haus gebaut und führen ein selbstständiges und gutes Leben.